So, wir stehen in Ludwig Lust, auch Lulu genannt, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt fragen wir doch mal, wer Karten für Rammstein hat. Wer hat Karten für Rammstein? Willst du mal melden? Doch, einige? Ziemlich viele. Ich hoffe, man konnte es sehen. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Ja, ich gehe zum Rammstein-Konzert. No shit, in welcher Stadt? In Berlin. Wie hast du die Karten bekommen? Online. Wie lange hast du da vorgesessen? Eine Stunde. Eine Stunde immer aktualisiert, bis es geklappt hat. Was ist dein Lieblingslied? Ich mag... Oder auf welches freust du dich am meisten? Oh Gott, ich freue mich eigentlich auf sehr, sehr viele. Ich mag Haifisch. Ich hoffe, es kommt. Das ist ja vom anderen Album, aber... Vom anderen Album? Also... Du meinst, sie spielen keine alten Lieder? Ich hoffe. Ich wäre gerne gegangen. Aber? Drei Rechner haben nicht gereicht. Was soll das bedeuten? Um an Karten zu kommen. Wirklich nicht? Nein. Wie lange hast du es versucht? 2 Stunden. Hast du keine Kinder oder so, die dir dabei helfen können? Die haben auch nichts bekommen. In welche Stadt wärst du gegangen? Jede, beliebige? Eigentlich ja. Rammstein? Ja. Ja, wo denn? Ich habe leider keine Karten ergattert. Wo wärst du denn gerne hingegangen? Ich wollte eigentlich, wäre mir egal gewesen, Hamburg oder Berlin, wäre ja hier praktisch. Ja. Aber ja, leider kommt es nicht dazu. Und du? Ich wäre gern gegangen, auch keine Karten mehr bekommen. Wo wärst zu du? Spät. Zu spät? Berlin. Hm? Berlin, wann hast du denn versucht? Ja, gleich nach dem Facebook-Aufruf. Zu spät. Und wie sieht's aus? Gehst du zum Rammstein-Konzert? Nee. Warum nicht? Zu teuer. Zu teuer? Ja. Wie viel würdest du ausgeben? Ah, ich habe die vor 5, 6, 7 Jahren auf dem Festival auf Hurricane gesehen mit System of a Down, mit die Ärzte zusammen für, ich glaube, roundabout 60 Euro und Open Air, mehr würde ich nicht mehr ausgeben wollen. Gehst du wieder, aber zum Open Air gehst du, wenn sie wieder spielen? Ja. Freust du dich eigentlich schon auf die Stadion-Konzerte? Ja. Ja? Ja. Worauf am meisten? Auf das Feuerwerk oder... Wir sind in Offenburg, das ist in der Nähe von Frankreich und wir alle wissen, Rammstein hat eine große Liebe zu Frankreich. Die Lichtspielhaus zum Beispiel ist ja aufgenommen in Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Und du bist auch halber Franzose, du kommst ja aus der Region, oder? Ja, ich bin nicht halber Franzose, nein, aber ich komme aus von hier. Lernt ihr in der Schule französische Sachen? Schon in der Grundschule. Ja? Ja. Sag doch mal irgendwas Schönes auf Französisch. Je m'appelle Dominik. Je suis Marc, bonsoir. Bonsoir. Marc. Du hast für die sehr gute Band Rammstein Tickets bekommen als einer der wenigen. How did you do it? Wie man auf Französisch sagt. Luck. Lack. Just Lack. Du saßt mit deinem Chef da, hast du gesagt. Wie kommt das, dass dein Chef zum selben Konzert wie du will? Nein, wir hören dieselbe Musik. Aber was für einen Beruf habt ihr beide denn? Wir sind Altenpfleger und Krankenpfleger. Sehr, sehr cool. Also mein Chef ist Krankenpfleger. Grüße gehen raus an den Jonas. Hallo Jonas. Und hast du nachts wach gelegen, hast du gesagt? Ja. Und dann? Habe ich zufällig auf Event hingesehen, da sind noch Tickets verfügbar. Ein paar Tage später, wahrscheinlich Rückläufer. Und hat geklappt. Alles ohne Betrug und ohne die bescheuerten Services, die das für überhöhte Preise verkaufen. Und ihr macht noch was Geiles. Fährst du mit? Ja, natürlich. Darfst du mitkommen? Ja, ich darf mitkommen. Wurdest du überrascht oder wie war es für dich? Oder lagst du mit im Bett, als er die Karten geschossen hat? Ich weiß es gar nicht. Du weißt es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, du hast dich gefreut. Ja. Sehr, sehr gut. Und was ziehst du an? Ziehst du weiße Sachen an mit Herzchen, nein, so wie Keith Haring, was du jetzt gerade anhast? Was wirst du anziehen? Weiß ich noch nicht. Aber nichts Weißes mit Herzchen? Nee, das auf jeden Fall nicht. Auf keinen Fall, nein, da bist du gegen. Schwarz. Sehr schön. Also Leute, es geht. Manche Leute haben auch Karten bekommen. So, wir sind in Eberswalde. Ihr seid ganz in der Nähe von Berlin, aber ihr schafft es nicht zum Rammstein-Konzert. Leider nicht. Wir haben warum? Keine Karten bekommen, leider. Wie lange habt ihr es versucht? Den ganzen Nachmittag, wo sie ausverkauft waren und auch in anderen Städten als Berlin. Welche Städte habt ihr noch anvisiert? Rostock, was war noch? Hamburg. Noch, also alles, was so ein bisschen näher war. Ja. Und jetzt? Was macht er jetzt? Macht er zu Hause dicke Rammstein-Party? Weine. Jeden Tag. Ja. Also, ich spüre, es wir wird... Wir brauchen ein zweites Konzert in Berlin wieder. Oder drittes, viertes, fünftes und sechstes. Ja, ne? Ja. Da sind wir dafür, ne? War leider auch. Also ich war zum Glück auch schon mal, deswegen ist es nicht ganz so wann schlimm, warst du denn? Aber wann waren das? 2016 oder so auf der Made in Germany Tour. Zweimal in Leipzig und in Berlin. Wow. Was hat dir am besten gefallen? Alles. Das sind echte Fans. War unglaublich. War unglaublich, ja, ne? Ja, ja, eines der besten Konzerte meines Lebens. Und? Geht er zu den Rammstein-Konzerten? Nee. Warum nicht? Weil jetzt in Berlin im Olympiastadion ist und da der Ton so Mist ist. Aber ich habe bei Depeche Mode schon mal guten Ton im Olympiastadion. Aber ich auch, das war okay. Aber die letzten jetzt hier ganzen Roses und Rolling Stones letztes Jahr, das war alles nicht so dolle. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Leider nein. Warum nicht? Ist zu teuer, man kriegt so selten Karten, also
Wärst du gerne hingegangen? Ich wäre ganz gerne hingegangen. Welches Lied hättest du gerne gehört? Feuer. Gehst du hin? Nein. Gehst du hin? Nein. Ihr? Ich nein. Leider nicht. Du wollte. Leider nicht. Du wolltest? Ja, ich wollte. Aber? Ich habe keine Karte mehr gekriegt. Ich habe keine Karten mehr. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Leider nicht. Leider nicht? Du? Mhm. Irgendjemand? Leider nicht, wäre aber cool. Du wärst gerne hingegangen? Ja, schon. Aber? Ja, naja, wie du schon sagst, keine Karte mehr und ja, muss ja auch immer mitkommen, ne? Aline du ist findest ja immer keinen, der mitkommt? Du kannst ja mitkommen. Okay, wenn ich mitkomme, dann gehst du. Okay. Okay, das hört sich gut an. Rammstein? Nein. Nein. Leider nicht. Warum leider? Alle Karten weg. Alle Karten ja. weg. Geht ihr zum Rammstein-Konzert? Nein. 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 Keine Bock. Karten. Kein Bock, keine keine Karten. Karten bekommen. Du wärst auch alleine gegangen? Ich wäre auch alleine gegangen. Geht ihr zum Rammstein-Konzert? Nee. Warum nicht? Also ich habe selber kein Interesse daran. Keine Zeit. Keine Zeit. Geht ihr zum Rammstein-Konzert? Geht ihr zum Rammstein-Konzert? Geht ihr zum Rammstein-Konzert? Ja! No shit! Wo? Achso, nein, wir waren nicht. Nein! Berlin! Wir waren im letzten Jahr in Berlin, ja. Wir waren letztes Jahr in Berlin. Ja. Wie war's? Ziemlich cool. Wollt ihr nochmal hingehen? Gerne, ja. Aber hier. Gerne. Gerade spielen. Weil du schwanger bist? Ja. Glaubst du, die Musik ist nicht gut für schwanger? Doch, aber ich würde gerne so richtig mitmachen und nicht nur zuhören. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Ja. Bist du auch schwanger? Ja. Du gehst auch hin. Ich habe noch eine Schwangere. Warte. Das war noch sieht. Gehst du zum Konzert? Nee, da bin ich raus. Weil du denkst, das ist nicht gut für das Kind? Ja. Wegen dem Headbanging oder was? Ganz genau, ja. Wie machst du das? Du bangst einfach nicht Head? Doch. Also, natürlich, ja. Das Kind muss da durch. Ja. In welcher Stadt gehst du? Berlin. Sehr löblich. Ja. Natürlich. In welcher Stadt? Rostock. Ich Berlin. Warum geht ihr nicht zusammen? Weil unser Vater Getrenntkarten gekauft hat. Und habt ihr dann gezankt, wer wohin gehen darf? Oder? Nein. Ihr habt das einfach schwesterlich entschieden, oder was? Nein, der Vater hat entschieden. Der Vater hat entschieden? Der Vater hat entschieden. Nein. Nein, wir haben leider keine Karten gekriegt. Wie lange habt ihr es versucht? Ich habe es 2,5 Stunden versucht. Oh Mann, wo wolltest du hingehen? Ich wollte nach Rostock. Rostock. Welches Lied hätte ich am liebsten gehört? Alles. Kein Lieblingslied? Nein, alles. Das ist alles super. Und du? Dein Lieblingslied? Mein Land. Ah, verstehe. Ja. Sehr, sehr schön. Was macht er jetzt? Hört er selber eine Party? Ja, eine Gegenparty. Wir hoffen auf Ersatzkarten. Genau. Wir machen eine Gegenparty. Genau. Wir stellen uns vor das Ostseestadion. Genau. Zu welchem Konzert gehst du? Wenn alles gut geht, komme ich zu einem Konzert. Wow. Leute, das ist ein krasser Fan. Nehmt das mal ein Beispiel. Stellt euch hinten an. Wenn ihr denkt, ihr seid Fans, hier steht ein Fan. Tschüss. So. Nee, ordentlich. Jetzt die große. Kein Foto. Das ist kein. Nee, ist ein Video. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Geht ihr eigentlich zum Rammstein-Konzert? Pass auf. Also ich muss. Pass nicht. Auf. Ich wollte ja, ne? Du wolltest. Ich, ja, und ich wollte mal Karten, aber er hat gesagt, nee. Jan, du gehst nicht zum Rammstein-Konzert. Nee, Metallica. Du willst lieber zu Metallica gehen? Wir gehen zu Metallica. Ihr geht zu Metallica. Wir gehen zu Metallica. Und du warst neulich aber auch bei einer ganz anderen Band gewesen, dein Lebenstraum. Ja, U2. Toni, was sagst du zu deinen Eltern? Die gehen nicht zu Rammstein, ist das okay? Oder? Ja. Ist okay? Ja. Würdest du hingehen? Nee. Zu wem würdest du denn gehen? Zu wem würdest du gehen? Ich würde mit zu Metallica kommen. Tja, gehst du eigentlich zum Rammstein-Konzert? Nee, ganz ehrlich. Mm-mm. Ganz ehrlich, nein, warum? Steht ein dicker alter Mann in Leder auf der Bühne oben ohne Schweiß durchtränkt. Das möchte ich nicht sehen. Meinst du Flake? Genau den. Flake, du machst hier auf die Kids, auf die Mädels nicht den besten Eindruck. Flake, und, du musst ganz dringend abnehmen. Es tut mir echt leid. Und auch nicht mehr schwitzen. Sag mal, und hast du denn schon mal früher die Band gesehen, als sie noch jünger und schlanker war? Und knackig? Ah, das war noch vor meiner Zeit, glaube ich. Tut mir leid. So, und jetzt mal im Ernst. Zu welchem Konzert gehst du hin? Ich war vor 2 Jahren. Ich habe keine Karten für Rostock bekommen. Leider nein. Warum nicht? Ich mag die nicht so. Mein Mann mag die sehr gerne, aber... Was gefällt dir da nicht? Ja, es ist nicht so meins. Ich höre eher lieber so Punkrock. Was ist deine Lieblingsband? Das Tillers. Wie sieht es bei dir aus? Gehst du zum Rammstein-Konzert? Nein, leider nicht, weil ganz viele Menschen schneller waren als wir. Aha. Wie lange habt ihr es versucht? Also, ich habe es bestimmt 5 Minuten versucht. Ich musste arbeiten. Nein, leider nicht. Warum leider? Ich habe mich nicht rechtzeitig um Karten bemüht. Welches Lied hättest du denn gerne gehört? Ja, Engel wahrscheinlich. Ich liebe Engel, das ist einfach. Ich weiß, es ist total abgedroschen und alt, aber das ist das Schönste. Das ist der Hit. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Nein. Warum nicht?
keine Ahnung. Also ich bin kein riesengroßer Fan. Also ich höre es mal ab und an ganz gerne, aber für ein Konzert. Was hörst du lieber? Stattdessen. Welche Musik hörst du gerne? Ich höre fast alles. Du hörst fast alles? Ja. Nur Rammstein. Außer Rammstein. Doch, aber... Was hörst du gerne? Oh Gott, also nicht Rammstein. Nicht Rammstein? Gehst du nicht zum Konzert? Tut mir leid, nein, leider nicht. Wenn ich dich mitnehmen würde, auch nicht gratis. Yeah. Vielleicht würde ich es mal ausprobieren, aber... Doch, gratis. Hast du nicht gefragt. Hier scheinen mir Gruftis eher zu stehen, aber wir fragen sie einfach mal. Geht ihr zu Rammstein diesen Sommer? Ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Karten bekommen. Wie lange hast du es versucht? Ich glaube, ich war ungefähr 1 bis 2 Stunden in der Warteschlange und dann habe ich es aufgegeben. Welches Lied hättest du gerne gehört? Schwere Frage, gibt viele gute Lieder. Ja. Du hast, finde ich, sehr gut. Du hast. Wie sieht es bei dir aus? Ich wäre mitgefahren, aber... Hättest du aufgepasst auf jeden ein bisschen, damit er nee, keinen Quatsch nee. Macht? Eher auf dich? Ja, wahrscheinlich. Welches Lied hättest du gerne gehört? Eher von den Alten, von Reise, Reise. Warst du schon mal auf dem Rammstein-Konzert? Nee. Aha. Nicht. Warst du schon mal auf dem Rammstein-Konzert? Nee. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, es müssen weitere Konzerte stattfinden. Gehst du zu den Rammstein-Konzerten dieses Jahr? Nee. Warum nicht? Das ist nicht mein Metier. Nee, was hörst du lieber für Musik? Auch ganz querbeet. Ganz querbeet, aber nicht mehr so Deutschrock-Richtung. Was denn zum Beispiel? Kerbholz, verstehe. Gehst du zu den Rammstein-Konzerten? Nee. Warum nicht? Kenn ich nicht. Nein, ich habe leider keine Karte gekriegt. Wo hast du es denn versucht? Oder wie lange hast du es versucht? Überall, 3 Wochen. Und jetzt? Jetzt hoffe ich, dass mein Kumpel noch Karten für Prag kriegt. Ihr würdet nach Prag fahren? Ich würde nach Prag fahren. Sehr, sehr vorbildlich. Ich bin sogar mal nach Moskau gefahren, weil das der einzige Tag war, wo ich konnte und wo es noch Karten für gab. Sehr, sehr cool. Wann ist das in Prag? Das weiß ich nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Meine Kollegen müssen mich dann vertreten und dann ist gut. So, geht doch. Wo würdet ihr hingehen, wenn ihr hingehen würdet? Ich wäre uns egal. Das wäre euch völlig egal? Ja, wäre uns egal. Auch in Prag? Nein, gar nicht. Also ihr geht nicht zu Rammstein, oder? Nein. Also ich gehe schon zu Rammstein. Übelst geil, Rammstein, ja. Worauf freust du dich besonders? Auf Feuerwerk oder auf ein bestimmtes Lied oder sowas? Auf jeden Fall auf die Pyro-Show, die ist schon ziemlich krass. Also das ist schon einmalig. Glaubst du, dass Flak auch wieder in einem Kessel geröstet wird von einem riesigen Flammenwerfer? Nicht nur das, ich denke, es gibt auch nochmal eine Solo-Dance-Show von ihm auf jeden Fall auf der Bühne. Ja. Warum gehst du nicht mit? Das ist ja zu heftig. Das ist ja so Männersache. Das ist ein Männerding. Ja. Was hörst du denn gerne für Musik? Pop. Was denn langsame Lieder. Was? Sag mal ein Beispiel für eine Band. Ich höre gerne Robbie Williams. Ist das peinlich? Nein, ich finde Robbie Williams und die Schauspielerin, wie heißt sie denn, die Blonde, die das Weihnachtslied zusammen gemacht haben, Nicole Kidman, das finde ich sehr, sehr gut, ja. Was hört ihr zu Hause? Auf jeden Fall bei mir Rammstein, Dance, House, alles mit dabei. Auf jeden Fall, der Bass muss scheppern. Ne? Und bei dir dann eher Pop und was Sanftes. Ja, meine Nachbarn sind auch wesentlich netter zu mir als deine. Ja. Vielen Dank. So, du tust ja so, als ob du überhaupt nichts mit Rammstein zu tun hast. So ist es aber nicht. Denn deine Eltern? Ja, mein Vater hat es zum Geburtstag eine Karte bekommen und die fahren nach Prag zum Konzert. Das heißt, du hast deinem Vater eine Rammstein-Karte mitfinanziert? Ja. Ihr seht mir aus wie Rammstein-Fans. Nee, nein. Warum nicht? Die halbe Welt ist Rammstein-Fan. Alle rennen in die riesigen Stadien. Was ist los? Nee, nicht. Was hört ihr lieber? Techno? Nein, leider Warum nicht. Warum nicht? Karten waren schnell ausverkauft und sehr teuer. Geht's zum Rammstein-Konzert? Nein. Wärst du hingegangen? Ich wäre gerne gegangen. Welches Lied hättest du gerne gehört? Engel? Gehst du hin? Leider nein, alles ausverkauft. In welcher Stadt hast du denn geguckt? Auch in Dresden. Prag? Dresden? Nee, leider nie. Aber du hast wirklich... Dresden ist... Wenn, dann Dresden. Ja. Und du bist gar nicht gut gelaunt, wenn es so ist. Nein, keine Karten bekommen. Wie lange hast du es versucht? Über mehrere Leute den ganzen Tag, wo der Vorverkauf losging. So, welches Lied hättest du am liebsten gehört? Ja, nein, Rammstein. Ja, jetzt sind wir in Pulsnitz und du hast ein Tanzwut-Shirt an. Würdest du auch zu Rammstein gehen? Ja. Aber? Ja, dann musst du auch schon mal Karten kriegen. Hast du es versucht? Persönlich, aber da könnte der die besorgen sollte, das ist kläglich gescheitert. Der ist gescheitert. Bist du jetzt wütend und traurig, weil der Kunde es nicht geschafft hat? Ich hab's schon gesehen und ich werde sie immer wieder sehen. Du wirst sie immer wieder sehen. Zu Tanzwut gehst du aber auch, ne? Ja. Ja, ja, öfter mal, ne? Gern. Sehr gerne. Sehr, sehr schön. So, du bist aber auch Rammstein-Fan. Nee, bin ich ne. Aber du würdest hingehen? Nee. Nee, ist nicht dein Ding. Was hörst du lieber? Na, Jennifer Rostock. Ja? Ja. Wie oft warst du schon bei Jennifer Rostock? Zweimal.
Sehr, sehr gut. Was ist dein Lieblingslied von Jennifer Rostock? Hengste. Ah, du bist quasi, du hörst die neueren Lieder sozusagen. Ja, ja. Ich verstehe. Aber die alten auch, sind auch schön. Beides. Ja. Was sagst du zu Rammstein? Super. Gehst du hin? Ja. Wann? Wo? Am 12. Juni in Dresden. Wie hast du die Karten gekriegt? Über meinen Mann, der war der Erste. Dein Mann war der Erste? Ja. Diese Frau kennt jemanden, der die erste Karte, steht auch Nummer 1 auf der Karte drauf. Nein, das nicht. Aber ich bin montags, wo das losging mit Kartenverkauf, habe ich mich erstmal als Clubmitglied registrieren lassen und dann war ich um 10 der Erste mit den Karten. So Leute, also das finde ich eindrucksvoll. Wie sieht's mit dir aus? Gehst du zum Rammstein? Nein, interessiert mich nicht. Was hörst du gerne? Ich bin Rock'n'Roller. Sag mal eine gute Rock'n'Roll-Band, die gerade aktuell ist. Pop and B. Hallo Katrin. Hallo. Du hast schwarze Haare und eine schwarze Brille und wahrscheinlich auch eine schwarze Seele. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Ja, gehe ich. Ich fahre dorthin. Wie hast du denn deine Karte ergattert? Ich habe sehr mühsam viele Stunden im Internet zugebracht. Ich wollte eigentlich in Dresden gehen, es war nicht möglich. Das ganze Computersystem natürlich zusammengestürzt, kennen ja alle, die es versucht haben. Aber ich habe 2 Karten für Wien bekommen. Ich fahre nach Wien. Rat mal, wer noch nach Wien zum Rammstein-Konzert fährt. Nein. Doch. Das ist ja super. Ist sehr, sehr geil. Läuft. Sehr, sehr schön. So, wir sind in Apolda. Wie sieht's aus? Geht ihr im Sommer zu Rammstein? Nein. Warum nicht? Kein Interesse. Er war schon. Du warst schon? Ja. Jetzt nicht mehr? Ich wusste es nicht, dass sie spielen. Du wusstest nicht, dass sie diesen Sommer spielen? Ja. Bist du mitgegangen damals? Nein. Würdest du mitgehen? Ja. Ja. Was wäre dein Lied, was du gerne hören würdest? Egal. Engel? Engel. Läuft. Gehst du zum Rammstein-Konzert? Ja. In welcher Stadt? München. Oh, wie hast du Karten bekommen? Durch meine Oma. Wie hat deine Oma die Karten gekriegt? Die ist auf die Stadtseite von München. Wirklich? Nicht über ein Ticket verkauft, sondern auf die Stadtseite von München, ja. Das ist super geil. Geht ihr zu Rammstein? Gehst du zu Rammstein? Nein. Möchtest du hin? Nein. Gehst du hin? Leider nein. Du möchtest aber. Ich wäre mitgegangen. Du wärst mitgegangen, aber hast keine Karten bekommen. Genau. Geht ihr zu Rammstein? Nein. Möchtet ihr auch gar nicht? Doch. Doch, aber ihr habt keine Karten. Wir haben keine Karten gekriegt. Wie lange habt ihr es versucht? Insgesamt 2,5 Stunden. Wow. Geht sonst noch jemand zum Rammstein-Konzert? Ja. Ja, nein, vielleicht. Ja. Nein. Nein? Warum nicht? Wir haben keine Karten gekriegt. Ihr habt keine Karten gekriegt. Wo wärt ihr denn hingegangen, wenn ihr welche gekriegt hättet? Möglichst hier in der Nähe, also irgendwo geht. Ja. Und wie lange habt ihr es versucht? 2 Wochen. Ja, zum Mittag. Ihr habt 2 Wochen lang versucht, Karten zu kriegen. Echte Helden. Heldinnen. Ja. Vielen Dank. So, mittlerweile sind wir in Kaiserslautern angekommen. Und jetzt kommt unsere spannende Frage. Geht ihr zum Rammstein-Konzert diesen Sommer? Gehst du zu einem Rammstein-Konzert? Nein. Warum nicht? Ich bin nicht so ein Fan, muss ich sagen. Was hörst du? Rammstein. Was hörst du gerne? AC/DC, Bon Jovi. Ach so, du möchtest andere Gitarren hören? Warum gefällt dir Rammstein? Ich sehe auch viele Gitarren. Ja, aber die Musik an sich gefällt mir so nicht. Zu hart, zu soft, genau, zu hart? Ja, eher so. Willst bei dir? Gehst du zum Rammstein-Konzert? Wenn ich Glück habe, ja. Was heißt, wenn du Glück hast? Wenn eine Freundin von uns, die hat viele Karten gekauft und wenn da jetzt noch 2 Karten übrig sind, fahre ich mit einer Freundin hin, weil wir damals leider keine Karten bekommen haben. In welche Stadt fährst du dann, wenn du hinfährst? Bitte? Luxemburg. Nach Luxemburg? Sehr, sehr schön. Hast du ein Lieblingslied von Rammstein? Oder mehrere Lieblingslieder? Oder irgendwas, was du besonders gerne sehen möchtest? Flammen? Das fällt mir jetzt gerade auf Anhieb gerade nicht ein. Warst du schon mal bei einem Rammstein-Konzert? Nee, leider nicht. Aha. Das erste Rammstein-Konzert. Wie alt bist du? 23. Wow. Weißt du überhaupt, was da passiert auf der Bühne? Nö, ich lass mich überraschen. Gehst du zufällig zum Rammstein-Konzert? Ja, du auch? Ich auch. Dann sehen wir uns in Wien. In Wien! Warum ausgerechnet in Wien? Keine Ahnung, weil wir es können. Warum nicht in Luxemburg? Gehst du da auch hin? Wien soll sein. Jetzt sind wir hier im allertiefsten Westen und ich sehe, du hast eine Rammstein-Mütze. Ja, natürlich. In Camouflage-Optik. Warum Camouflage? Möchtest du nicht erkannt werden? Ist tarn. Ich möchte nicht erkannt werden. Du möchtest nicht erkannt werden. Warum gehst du nicht zum Rammstein-Konzert diesen Sommer? Weil ich mit meinem Bruder unterwegs bin. Und dann am nächsten Tag? Ja, da habe ich keine Karten für bekommen. Wie lange hast du versucht? 9,5 Stunden. Ohne Scheiß! Ja, von morgens 8 bis um 4 oder so. Damn, vielleicht gehen sie ja nochmal auf Tour. Ja, ich hoffe. Ja, da talk ich auch. Ja, Bühnenkonzert, ne? So, die Damen, wer von euch geht diesen Sommer zum Rammstein-Konzert? Nein. Er da drüben, er. Warum nicht? Jungs gelten nicht. Warum gehst du nicht hin? Ich mag Rammstein total. Aber? Ich wusste es nicht. Du wusstest es nicht. Warum gehst du nicht hin? Ich würde gerne, aber
mache Schule. Du machst Schule? Kannst du ja nicht leisten. Warum gehst du nicht zu Rammstein? Keine Zeit. Keine Zeit? Aber es gefällt allen sehr, sehr gut. Jetzt haben alle auf dich gezeigt. Warum zeigen alle auf dich, wenn es um Rammstein geht? Weil ich für Konzert gehen soll. Du siehst aber aus wie ein Metaller. Nicht wie ein Rocker. Das stimmt nicht. Unterscheidet sich das noch so stark heutzutage? Machen wir es so. So sieht's aus. Also Leute,